Ich kam. Wo kam ich? Von der Bühne. Allerdings geht's ja dort bestimmt nicht mehr zurück. Und jetzt wird's lustig. Ja. Gut. Natürlich muss man durch das ganze Theater. War ja irgendwie klar. Oh shit. Lass mich mal kurz hier verstecken. Gesehen hat er mich wahrscheinlich nicht. Wäre es am schlauesten, von oben herunter zu springen. Okay, keine Ahnung, wo er ist. Batterie. Ich hoffe mal nicht hier. Oh nee, Lümmelmann. Na du. Na, hast du Hunger? Ja, mich kriegst du nicht. Ciao. Ach, die zwei Typen. Sollte man wegspielen. Ah, sind sie eigentlich. Ja, nee, natürlich. Ja, ist klar. Okay. Diese Tür. Oh. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Ach ja, den netten Vater Martin. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr lang. Nope. Diese Tür ist abgeschlossen. Gut. Dann geht's durch die Küche. Küchen in Horrorspielen sind ja nicht gerade mein liebster Ort. Doch diese hässliche Musik. Hallo? Ist sonst noch jemand hier? Ich möchte mich kurz umschauen. Okay, gut. Nee, nicht gut. Warte. Perfekt in Szene gesetzt. Gut, danke. Cut. Hallo? Du willst mir nichts sagen, ne? Geht's halt jetzt hier rüber. Zu Uno Lümmelmanno. Zwei Batterien, also eigentlich drei. Okay, hier geht's weiter. Irgendwas Nützliches? Dokument? Ein Fernsehprogramm, das nicht funktioniert? Sch-
Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Das Evangelium des Sands. Auch du betest zu Gott. Doch bringt es nichts. Gefangen für immer und ewig. Ach. Diese Leute tun mir doch irgendwie leid. Und auch ihr zwei seid gefangen bis zum Ende eures Todes. Nichts kann euch retten. Nichts. Nicht mal die Gebete von Vater Martin. Hey, hä? Okay. Betet die Pflanze gerade? Möglicherweise. Alles irgendwie suspekt. Okay, ein offenes Fenster, hier geht's dann wohl weiter. Leute, es bringt nichts. Ihr seid verloren. Eure letzte Hoffnung ist der Tod. Wie selbstsicher ich einfach die Türen hier aufmache, obwohl jederzeit etwas passieren könnte. Aber man muss ja irgendwie... Falsch. Der Informant. 17. September 2013. An Miles Upshur. Okay, so, da bin ich wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. Betreff Tipp illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Oh, Sie kennen mich nicht. Ich muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasern etwas von Traumtherapien, die zu tief geht. Von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden, zu... Ah, mein Gott, Deutsch. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und genau aus diesem Grund sind wir ja hier. In der ganzen Sache auf die Spur zu kommen. Okay. Das offene Fenster war hier. Gott segne dich. Keine Ahnung, was man den Leuten hier sagen soll. Dort ist die Kirche. Die Stimmung gefällt mir gar nicht. God hates sickness. Chapel.
God hates sickness. Money. Sorry. God hates money. Gott hasst Geld. God always provides a way. Oh no! Lümmelmänner. Hallo? Ihr macht mir gerade nichts. Alles Paletti. Dieser leere Blick. Okay. Sorry. Los geht's. Vater Martin. Ist das Vater Martin? My job. Er wird gekreuzigt. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fix the murder. It will take you to freedom. We will all of us be. What the fuck? Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Vater Martin, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden wie in der Hölle. Ich nehme mir jetzt einen Schlüssel und ihr alle tut mir nichts. Ist das klar? Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Feiert mal schön weiter eure Grillparty. Ich verabschiede mich mal. Okay. Ist wirklich nett von euch, dass ihr mich nicht mehr essen wollt. Sorry, muss sein. Eure Anzüge fehlen irgendwie. Sonst hättet ihr gute Bestatter gegeben. Aber gut, ich gehe schon weiter. Danke. Danke für alles. Ich schließe die... Nochmals, sorry. Warte. So, ich schließe die Tür. Cheerio. Bye. Muss ich hier hoch? Nee. Ich muss zum Aufzug. Wie krank das einfach ist. Aber es war einfach schon zu lange zu still. Jetzt alles wirklich außenrum. Ist das euer Ernst? Oder laufe ich gerade falsch?
Sorry, guys, ich bin's nochmal. Bitte nichts machen. Danke. Ah, doch, hier geht's lang. Ich wollte schon sagen. Aber es passiert eh gleich wieder direkt irgendwas. Ich hab's gesagt. Keine Ahnung, wo ich langlauf. Bitte sag mir, die Tür ist offen. Komm mich holen, Fetti. No! No! Fuck! So kann der Typ nicht über den scheiß Tisch springen. Große Klappe und dann sterben. Oh Mann. Da kommt er. Hä? Was? Oh. Hau ab. Kusch, kusch. No, come on. Er hat mich gesehen. Nicht? Er hat mich nicht gesehen. Ernsthaft? Ich warte kurz etwas. Okay. Das ist der Zeitraum. Aus. Das sieht gut aus. Das sieht fucking gut aus. Lass mich durch. Ich möchte jetzt in den Aufzug und von hier weg. Bitte, aber sofort. Ich habe keine Lust mehr. Der Aufzug steht noch hier. Please. Please. Hallo? No! Fuck. Come on. Was passiert hier? When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.